Willkommen beim großen Finale. Beim großen Finale? Das Zielfinale. Ist heute. Ist das so? Ja. Glaubst du, dass das so ist? Ich habe es mir gewünscht, wie wir schon gestartet haben. Ja, dann frage ich dich, und was machst du denn jetzt? Ja, jetzt mache ich all die tollen vielen To-Dos. Eins nach dem anderen. Mhm. Bis ich da bin. Ja. Geheilt. Ja, und da fängt es bei das Coole für die hinzu motivierten ist, dass sie jetzt Checklisten abhaken können, richtig? Ja, das To-Do erledigt. Zack. Zack, erledigt. Mhm. Nächstes. Ja. Erledigt. Und ja, die mögen es dann schon auch, wenn vier To-Dos dastehen, weil sie viermal hinzu den Haken machen. Ja, bei vier geht es noch, bei 30 ist ein bisschen viel. Yes. Ja. Und die wichtigste Frage ist, was mache ich, wenn ich mal keine Lust habe? Warum würdest du das planen wollen? Ich würde es nicht planen wollen und ich kenne da Menschen, wo das schon passiert ist. Was mache ich, dass ich wirklich all diese To-Dos jetzt auch mache? Nun, für die Gleichbeispielsortierer, die haben da kein Thema, weil die haben anfänglich, als ich gesagt habe, nimm ein Ziel, das deins ist und das dich wirklich begeistert. Die haben da kein Thema mit. Weil es mich so sehr begeistert, dass ich dranbleibe. Ja, weil ich glaube, dass wenn du ein Ziel nimmst, für welches sich wirklich zu leben lohnt, und das müssen keine großen Ziele sein, dass ich das nochmals auf ganz klar und deutlich unterstreichen darf, dann zieht dich das dahin. Überprüf doch mal die Dinge, die du erledigt hast in der Vergangenheit. Wie sind die entstanden, dass die du erledigt hast? Ja, ich habe es mir vorgestellt, wie toll das ist, sobald es fertig ist. Ja. Und ja, die Umsetzung hat meistens Spaß gemacht, auch. Aha. Die Dinge, wo du heute sagst, boah, ist schon geil. Mhm. Schon geil, dass ich das gemacht habe. Mhm. Welche Dinge sind das? Brauch keinen Inhalt. Okay. Ja, da gibt es viele Dinge, wo ich einfach entschieden habe und ja, das war klar. Aha. Das ist es. Cool. So, ja. Das ist meins. Fertig. So einfach? Ja. Das kann doch nicht so einfach sein. Ich glaube schon. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Wenn dein Ziel, das du da geplant hast, wirklich deins ist, und jetzt ein bisschen Struktur reingegeben hast, im Sinne von, schau, wenn du jetzt beispielsweise gesagt hast, komm, jetzt gehe ich mal in die Ferien mit meiner Partnerin, meinem Partner, mit den Kindern oder so, wenn du so ein Ziel genommen hast, dann hast du das geplant, hast jetzt bis ins Endergebnis gegangen, hast eine Rückwärtsplanung, Meilensteine gemacht, hast To-Dos inklusive Kofferpacken aufgeschrieben und jetzt geht es nur noch darum, weil du es geplant hast und genau weißt, genau weißt, dass diese Schritte dich zu jedem Meilenstein und mit jedem Meilenstein dich zum Ziel bringen wird, weißt du jetzt schon, dass das Ziel, sagen wir es vorsichtig, kommt ein bisschen darauf an, ob das Ziel richtig groß geplant wurde. So richtig? Richtig ja. Groß, so richtig deins ist. Oder ob es einfach so ein kleines Projektchen ist, dann ist es einfach so, dass du sagst, okay, du weißt, dass du es erreichst. Okay? Jetzt gibt es vielleicht auch der eine oder andere, der vielleicht eine Weltreise oder eine große Reise geplant hat. Beispielsweise nehmen wir mal den Punkt, dass vielleicht die Finanzen gar nicht da gewesen wären. Das heißt, du hättest dein Ziel geplant, der Weltreise, hättest die Meilensteine geplant und einer der Meilensteine ist, die finanzielle Situation zu schaffen, dass du beispielsweise die Weltreise machen kannst. Ja. Ich nehme jetzt Weltreise-Business, spielt gar keine Rolle, Haus bauen oder sowas. Mhm. Und da spielt es keine Rolle, von wo aus du startest. Und deshalb sage ich bei der Zieleplanung häufig mit dazu, nimm keine realistischen Ziele, sondern nimm ein Ziel, was deins ist, weil es gar nicht realistisch sein braucht. Also wenn du sagst, sein, wenn du sagst,
es muss eine Villa sein, weil es deins ist. Nicht wegen deinen Eltern, nicht wegen deinen Kindern, nicht wegen deiner Frau und dem Hund und Katze oder weil es alle sonst sagen, sondern weil du sagst, Villa, so eine schöne Villa am See, das ist es, wofür ich auf diesem Planeten bin. Ja. Und du jetzt, keine Ahnung, irgendwo einen Job hast, angestellt bist und 2.800 oder 3.000 Franken im Monat verdienst und so scheint, als würde es keine Chance geben, dass du vielleicht jemals eine Villa hättest, planst du trotzdem die Villa. Weil ein Punkt auf dieser Meilenstein- und To-Do-Planung wird sein, wie schaffe ich es, die finanzielle Situation zu schaffen, diese Villa zu erreichen. Das ist möglich. Ja. So, und nur schon, und das ist da, wo ich ein bisschen drauf raus will, nur schon sich mit dem Thema zu befassen, wie kriege ich das hin? Mhm. Wie schaffe ich die Möglichkeit dafür, es vielleicht doch möglich zu machen? Das schafft schon alleine Bringt dich oder? Weiter, als du bisher warst. Mhm. Weil du wirst feststellen, okay, der Job ist es nicht, ich darf mich vielleicht selbstständig machen auf dem Weg und. Ich darf da größer denken, ich darf Geldmindset lernen und. Und plötzlich bist du vielleicht ein Jahr, zwei später, nachdem dass du deine Traumwähler geplant hast, am Punkt, wo du plötzlich doppeltes Einkommen hast. Mhm. Und du denkst dir, oh, das ist interessant, dann plötzlich doppeltes Einkommen. Mhm. Es ist zwar die Villa noch nicht da, verstehst du, was ich meine? Nur du bist der Villa schon ein großes Stück näher. Mhm. Und das kann vielleicht auch mal mit einer Reise so sein. Eine große Weltreise. Ist für einige, vielleicht gerade für die Jungen manchmal am Anfang oder so, wenn sie gerade aus der Schule kommen, da ist vielleicht noch nicht so viel, viel Geld. Geld gehalten worden, dass du vielleicht jetzt gleich sofort losstürmen könntest. Mhm. Also das heißt, du darfst dir die Situation schaffen. Mhm. Und es heißt ja, wenn du willst, das Gesetz der Anziehung oder Law of Attraction im weitesten Sinne manifestieren, wenn du so willst. Wir benutzen ja im Sprachgebrauch das Wort erschaffen. Mhm. Erschaffst du dir das Leben deiner Träume? Es geht um Schaffen. Mhm. Es geht um, ich nehme nicht gerne das Wort Arbeit, weil es so negativ besetzt ist, nur de facto, es gibt was zu tun. Mhm. Und diese To-Dos, die du da jetzt gerade aufgeteilt hast und geplant hast, sind die Dinge, die dich auf dem Weg zu deinem Ziel voranbringen. Mhm. Und wenn du jetzt jedes einzelne To-Do machst, weil es ja du aufgrund deines Belief-Systems geplant hast, wirst du es erreichen. Du wirst es erreichen. Das heißt, im Umkehrschluss, es kann gar nichts mehr schiefgehen, weil eben diese Vorarbeit... Die einzige Sache, die es jetzt zu tun gibt, sind zwei Dinge. Mhm. Das eine ist, du darfst lernen, dich zu motivieren, dass du die Dinge tust, die es jetzt zu tun gibt. Und das zweite, das du tun darfst, ist, du darfst deine Ängste, deine Sorgen und die unbewussten Blockaden erkennen und überwinden. Du darfst die Vermeidungsstrategien, die du hast, um ein To-Do nicht zu tun, darfst du wahrnehmen, feststellen und du darfst sie lösen. Und da liebe ich ihn, ich persönlich halt das Modell von NLP, weil es so schnell geht. Und jetzt passiert was Spannendes. Wenn du anfängst, die Limitierungen und die Ängste zu lösen, hast du automatisch mehr Spaß dabei, während du es tust. Und wenn du mehr Spaß dabei hast, während du es tust und die Blockaden, die Limitierungen löst, geht es tausendfach schneller, als du gedacht hast, dass es gehen wird. Leichter. Und leichter. Mhm. Das heißt, Menschen kreieren ein Business teilweise in ein paar Monaten, verdienen schon ziemlich viel Geld damit, weil sie anfangen, die Ängste zu lösen. Mhm. Die verdienen teilweise fünfstellige Beträge nach 6 Monaten Businessaufbau, wo jeder andere sagen würde, das geht nicht, ich brauche mindestens 3 bis 5 Jahre und nur mit harter Arbeit. Ich sage nicht, dass dein Beliefsystem im Moment nicht so ist. Das heißt, der Weg, wenn du jetzt ein Business planst, als Metapher, ein Business planst, dass du in 5 Jahren erfolgreich fünfstellig verdienen möchtest, im Monat, oder 6-stellig sogar, wenn dein Beliefsystem sagt, das ist möglich und du jetzt das planst und rückwärts planst,
garantiere ich dir, wenn du die Schritte tust, die du geplant hast, wirst du da ankommen. Das ist das, was Smart-Ziele tun. Du wirst da ankommen. Und wenn du jetzt zusätzlich NLP, die Tools da einfließen lässt, bei der Zieleplanung schon, bei der Rückwärtsplanung, bei der To-Do-Planung, und jetzt dich lernst motivieren, dass du die To-Dos wirklich machst, und das zweite Ding ist, die Ängste und Blockaden und unbewussten Limitierungen löst, kann es dir dummerweise passieren, das wäre ganz schrecklich, dass du vielleicht in 6 Monaten oder in einem Jahr schon 5-stellig verdienst. Und leichter, als du gedacht hättest. Das ist das, was die Leute bei uns im Online-Booster immer wieder erfahren. Es geht leichter, als du glaubst. Und das ist der Punkt. Und es startet mit der Zieleplanung, mit dem Endergebnis. Das heißt sozusagen, diese 5% Planung sind jetzt mehr oder weniger durch. Jetzt geht es vor allem noch um das Mindset, um anzukommen. Jetzt geht es nur noch um die Umsetzung. Und dazu brauche ich ein gutes Mindset, mich zu motivieren. Und ja, und der ist doch super simpel. So wie du gestartet hast. Wie hast du gestartet? Ja, mit mir vorstellen, wie stolz ich bin, sobald es erreicht ist. Ja. Wie dankbar, wie toll, wie großartig. Du fängst dich schon an, so zu verhalten, richtig? Mhm. So, und jetzt? Jetzt siehst du dich schon am Strand. Du siehst dich schon, wie du dich fühlst, wie du durch den Sand läufst, wie du all die Dinge wahrnimmst, die du wahrnehmen wirst, sobald du am Strand bist, richtig? Mhm. So, und jetzt Koffer packen, T-Shirt bereit machen. Das macht Spaß, wenn ich dran denke, wo ich hingehe. Richtig? Mhm. Absolut. Ja. Jetzt hast du ganz viele To-Dos, wo du immer wieder darüber nachdenken darfst, wie du dich schon am Strand bewegst. Oder in den Bergen. Es gibt ja Leute, die planen Bergurlaube, Wanderungen und so. Ja. Lieber, oh, die Wanderung ist super toll, weil sobald du da oben am Berg bist, hast du eine tolle Aussicht. Ja, ich mag die Frage, ich habe eine andere Frage. Macht der Weg dahin Spaß? Macht der Weg dahin Spaß? Freust du dich bei jedem einzelnen Schritt? Bei jedem einzelnen Schritt aufs Endergebnis. Bei der Wanderung und auch bei der Zieleplanung, richtig? Auch beim Kofferpacken, ja. Und falls du mal kurzzeitig vergessen hättest, warum dass du das gerade tust, wo du tust, darfst du einen kurzen Moment, NLPler, den gebe ich typischerweise 3 Minuten. Den anderen gebe ich auch mal ein paar Wochen. Nein, alles gut. Wieder reinzukommen in das gute Gefühl. Darfst du kurz innehalten, Augen schließen, durchatmen, die Ängste, die Gefühle drehen. Vielleicht auch überhaupt mal erkennen, was ist es denn genau, was mich gerade hemmt oder genau, was noch. Genau, notfalls vor den Spiegel stellen und sagen, was geht es mir gerade, was will ich gerade vielleicht vermeiden, was will ich gerade vielleicht, was will ich nicht, welche Situation will ich mich gerade nicht stellen. Vielleicht ist es einfach gerade auch nur bequem. Ja, ist in den meisten Fällen so, in vielen Fällen so. Und sobald du das für dich beantwortet hast, geklärt hast, 3-mal durchgeatmet hast, erinnerst du dich wieder an dein Warum, sage ich jetzt mal. Und was ich damit meine ist, ans Endergebnis. Warum, dass du das überhaupt angefangen hast. Und angefangen hast du es, weil du das Endergebnis erreichen willst. Ja. Und weil der bloße Gedanke ans Endergebnis dich gut fühlen lässt. Und das würde bedeuten, wenn du wieder dich erinnerst, warum das du es tust, dann tauchst du wieder ins Endergebnis ein, fühlst dich automatisch wieder besser, ansonsten hättest du es nicht genommen. Das ist die These, beziehungsweise das ist der Wunsch, die Hoffnung für dich, dass du es so planst. Ja, darum aus einem guten Gefühl heraus entscheiden, oder? Genau. Ja. Und dann machst du weiter mit dem nächsten To-Do. Ganz simpel. Und im Umkehrschluss nicht aus einem schlechten Gefühl raus. Irgendwas abbrechen entscheiden oder. Nie. Also vor allem, wenn du dich fürs Ziel entscheidest, also sobald du dich fürs Ziel entscheidest und dich auf den Weg machst, das fängt bei mir bei der Planung an. Also wenn die Endergebnisplanung, das Malen, wenn du so willst, fertig ist, dann darfst du entscheiden, ob du dich aufmachst oder nicht. Ab dem Moment, wo du die Meilenstein-Rückwärtsplanung machst, empfehle ich dir, entscheide dich, weil es dafür oder dagegen. Und wenn halt da mal irgendwas nicht wie geplant läuft, dann findest du Wege und Möglichkeiten.
Richtig? Ja, ja, ja. Ja. Und das ist typischerweise immer, wenn was nicht so läuft, wie es läuft, dann verunsichert die Leute das. Mhm. Das heißt, es entstehen Ängste, Sorgen, irgendwelche Hemmnisse, warum das jetzt das noch tun sollten, weil sie vielleicht nicht mehr daran glauben, dass sie es erreichen könnten auf dem Weg. Ja. Und das hat mit der Angst zu tun. Die Angst zu versagen, die Angst, es nicht zu erreichen, die Angst zu, ich tue das für nichts, was auch immer. Ja. Und diese Dinge darfst du lösen. Diese Dinge darfst du lösen, weil ansonsten geht es nicht voran, das ist schon klar. Ja. Also du darfst an dich und an dein Ziel glauben. Ja. Ja. Und am nächsten Game Changer Day haben wir genau das als Thema. Nehmen wir genau das als Thema. Also so muss ich sagen, ich habe zwischen den Podcast-Folgen entschieden, nächsten Game Changer Day nehmen wir genau das mit der Zieleplanung da rein. Mhm. Ja, für die, die wollen. In Wintertour, by the way. Oder? Ja, ist es in Wintertour? Ja, es ist in Wintertour. Ja. Sehr schön. Cool. Super. Hast du Freude? Ja. Sie will auch Freude. Ich hoffe, du auch. Ja. Bis ganz bald. Bis dann. Tschüss.